Hallo Leute, morgen und zwar am 1. September ändert sich bei mir in meinem Leben einiges, denn morgen startet meine Ausbildung endlich. Ich freue mich wirklich mega. Ich finde es einfach echt geil. Zwar werde ich Kfz-Mechatroniker, da eine 3,5-jährige Ausbildung vor mir. Das heißt, es gibt auch Konsequenzen natürlich für mein ganzes Leben und auch jetzt für mein, ich sag mal, YouTube oder Social Media Leben. Denn es wird auch auf meinem Kanal weniger Videos geben. Noch was nebenbei, ich werde auch jetzt, wenn das wieder rauskommt, müsste noch der 31. sein, aber ab morgen werde ich bis zum Release von Forza Motorsport 7 kein Forza oder Forza-ähnliches Rennspiel mehr spielen. Also sowas wie halt Forza, nicht alle Forza-Teile, sowas wie The Crew nicht, Project Cars nicht, Race Room nicht und so weiter, werde ich alle nicht spielen. Es hat einfach den Grund, dass ich halt dadurch mir quasi die Freude auf das neue Forza und halt noch die Lust nochmal deutlich erhöhe. Das mache ich eigentlich mittlerweile schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Das ist jedes Jahr, aber es bringt immer mega viel. Aber dann, das würde ja logischerweise eigentlich heißen, es gibt keine Forza-Videos den September. Dadurch aber gewaltig gehört. Ich habe es vielleicht schon im Forza-Don gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ist doch gerade mal ein Tag her, die Aufnahme, aber gut. Und zwar kommt im September, kommen noch durchgehend Drag Races. Das letzte wird dann das Nummer 100 sein, was auch ein kleines Special sein wird. Hab ja gestern fertig geschnitten, ist wirklich super geworden, kann ich euch nur sagen. Es wird echt geil. Und es kommen noch halt neben den drei Drag Races üblicherweise immer noch Montag, Donnerstag und Samstag. Das Honor kommt dann am 25. September. Aber es kommt noch zusätzlich zwei Videos in Forza. Und zwar gibt es da ein Format, das habe ich genannt, ein echter Hooligan-Fan. Hat auch was mit Hooligan zu tun. Und zwar gibt es dort einen Erfolg bei Hooligan. Er ist ein echter Hooligan-Fan. Und zwar muss man bei dem mit jedem Auto eine Meisterschaft abschließen. Von Hooligan. Das habe ich gemacht. Natürlich mit meinem kompetentesten Partner, Silas. Ja, nichts mega Special-mäßiges, aber ich dachte mir, komm, kannst auch mal machen. Wird vielleicht auch lustig und die Folgen, naja, wir haben viele Blödsinn geredet. Das kann man schon mal sagen. Also gibt es für euch weiterhin 5 Videos in der Woche. Und zwar Drag Race ist halt wie gesagt Montag, Donnerstag, Samstag. Und ein echter Huni-Fan kommt dann immer Dienstag und Freitag. Das heißt, das macht schon mal jetzt bis zum 25. September für euch 4 Forza-Videos pro Woche. 5. Ja, ich kann nicht rechnen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich sag 4. Nein, natürlich werden es 5 Videos geben. Es kann vielleicht noch was zwischendurch geben, irgendwas Spontanes, das weiß ich immer nicht. Aber die 5 gibt es auf jeden Fall fest. Die habe ich alle vorproduziert. Das ist alles easy. Und das ist dann erstmal der Uploadplan für die nächsten gut 4 Wochen. Und dann das erste Forza 7 Video kommt vermutlich am 30.09. online. Und ab dann wird es keinen Uploadplan mehr geben. Ich werde sicherlich mal irgendwie auf Twitter oder so Bescheid sagen, vielleicht ob heute noch was kommt oder nicht, das werde ich sicherlich machen. Oder ich werde auch mal für eine Woche was sagen, aber es wird an sich keinen festen Uploadplan geben. Das wird auch vermutlich, wenn ich das abändern, dass es jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video gibt. Weil während Arbeit, ich meine, ich komme halt na, mal kurz jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich stehe morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, ich stehe morgens um 4:45 Uhr auf und bin abends gegen 17 Uhr zu Hause. Dann bin ich so ungefähr ab 18 Uhr, habe ich dann quasi noch Freizeit, so bis 21 Uhr. Dann bin ich halt kaputt, habe auch keinen Bock teilweise. Und naja, kann man sich denken, ne, wenn man halt auch dann arbeitet oder halt gerade noch in der Anfangsphase ist, dann hat man halt auf Freizeit oder halt auf Zocken auch nicht so viel Lust oder auf Aufnehmen. Deswegen wird es halt auch, also mein Ziel ist es, pro Woche mindestens 4 Videos. Also 4 Videos wären wirklich cool. Es wird sicherlich mal Wochen geben, wo es mehr gibt, mal weniger, vielleicht auch mal eine Woche oder Wochen, wo es 7 Videos gibt, vielleicht in der Berufsschulzeit oder so. Das kann mal vorkommen, aber es ist nicht geplant, täglich Videos zu machen. Es wird sich reduzieren, ich muss es reduzieren. Ich müsste es theoretisch nicht. Ich habe mal theoretisch genug Freizeit dafür, aber da könnte ich ja quasi fast keine anderen Sachen mehr machen, weil YouTube, das zieht schon ordentlich Zeit rein. Genau dieses Video gerade hier, das zieht natürlich auch wieder meine Zeit. Weil ich auch gerade im Stress bin, aber meine Stimme. Okay. Aber so ist das halt, ne? Deswegen, ich muss es einfach reduzieren. Ich würde es gerne so weitermachen, wie es bisher war, aber es ist einfach schlecht möglich. Deswegen lieber das reduzieren und dafür andere Sachen wieder, ich sag mal, ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Und das ist jetzt auch nur die Optimallage von der Freizeit her, wenn ich wirklich, ich sag mal, nichts Dringendes zu tun habe. Man hat auch Termine nochmal nachmittags oder so oder abends oder immer irgendwo hingehen, was machen. Das ist natürlich auch alles, kostet auch alles Zeit, wie man oder alles Sachen, die man gerne machen möchte. Man kann ja auch nicht nur den ganzen Tag hier vor der Xbox sitzen, was heißt den ganzen Tag, aber den Abend vor der Xbox sitzen, zocken und aufnehmen. Darauf habe ich auch keinen Bock. Das war ja so wegen dieser, sag mal, Eingewöhnungswoche. Da habe ich auch von diesen 5 Tagen, glaube ich, nur an 2 oder 3 gezockt. Ich hatte einfach keinen Bock auf alles. Ich war abends, ich war fertig. Ich wollte nur noch kurz vor den Rechner müssen, YouTube chillen. Da war ich total müde. Ich wollte einfach nur ins Bett.
es wird die erste Zeit auch erstmal so weitergehen. Aber ich war ja vorproduziert, also es gibt weiter noch Forza. Und dann ab 30.07. Forza 7 und sonst eigentlich erstmal keine anderen Spiele geplant. Also Forza Horizon Reihe wird dann auch nicht mehr kommen. Das war's dann mit dem Spiel. Da habe ich auch genug Videos zu. Ich glaube so an die 300, 350 oder so. Ich weiß gar nicht. Ich könnte mal nachzählen. Das vielleicht jetzt so irgendwo einblenden, die Zahl. Wie viele Videos ich in Forza Horizon 3 gemacht habe. Also mit denen, die noch kommen werden, natürlich. Wäre interessant, glaube ich. Oh ja, das war's denn soweit. Wollte ich euch nochmal Bescheid sagen. Aber 4 Videos pro Woche wäre eigentlich schön. Ich werde euch auf ein neues Video nicht länger als 2 Tage warten lassen. Also 2 Tage kein Video wäre das Maximum. Dann am dritten Tag würde ich gerne wieder was hochladen. Weil man kann es halt nicht immer voraussagen oder nicht immer. Ne, ihr wisst schon, aber ich würde gerne 4 Videos pro Woche haben, das würde ich in Ordnung finden. Naja. Dann war es das heute auch. Okay, mein Stift geht ab, alles klar. Ja, der gute alte Stift, ne? Mach einen auf Klängern. Dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Forza-Video wieder. Ich würde mich freuen. Also der September, der wird geil, das sage ich euch. Ich hab das Drag Race als Special, das ist richtig cool geworden. Ich habe noch ein anderes Special. Aber worum es da geht, erfahrt ihr erst in Drag Race Nummer 100. Weil da habe ich gesagt, was es ist. So halbwegs zumindest. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!